hier dieser Raum, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wir haben sogar die Möglichkeit, die Akustik hier jetzt flexibel einzustellen, zum Beispiel durch diese Vorhangkonstruktion. Die können wir zuziehen, also es ist trockener, und aufziehen und können bestimmte Frequenzbereiche auch antriggern. Das ist also sehr komfortabel jetzt. Und der große Vorteil, worüber wir uns sehr, sehr, sehr freuen, dass wir jetzt eben auch wieder hier in diesen Räumen und noch besser in dem Raum nebenan, der große Ensembleraum, wieder mit Ensembles arbeiten können. Und diese ganze Ensemble-Offensive, die wir jetzt in 2022 gestartet haben, wir haben wieder viel mehr, auch Gruppen, die zusammen Musik machen, das hätten wir gar nicht machen können, hätten wir diese Räume nicht jetzt zurückbekommen, quasi zur Nutzung. Das ist für uns ein inhaltliches Geschenk und die Musikschule hat sich auch im letzten Jahr entsprechend mit dieser Maßnahme auch entsprechend weiterentwickeln können. Die Akustik der Musikschule hat eine lange Geschichte und hat auch massive Probleme verursacht. Und jetzt, was wir jetzt eben feiern können, ist im Grunde die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts. Das verdanken wir auch einem hervorragenden Team, was dahinter steht. Wir haben Frau König vom Gebäudemanagement, die Architektin, die uns wirklich ganz hervorragend unterstützt und dafür sorgt, dass es auch wirklich schnell vorangeht. Es gab zwei Probleme. Das eine Problem ist die Bauakustik, die Schalldämmung zwischen den Räumen. Das große Problem. Und dann gibt es noch das technisch etwas kleinere Problem, das ist die Raumakustik, dass man einen gescheiten Klang hat und nicht zu lange Nachhallzeiten. Das geschieht durch Schallabsorber. Aber für tiefe Frequenzen ist das leider immer relativ dick, das Paket. Man kann das nicht mit einem Teppich erledigen. Ein Teppich kann nur in hohen Frequenzen. Ein Kontrabass braucht eine andere Dämpfung als eine Piccolo-Flöte. Und ein lautes Ensemble, was wir ja schon gehört haben, Big Band oder Rockband, braucht eigentlich einen anderen Raum als ein leises Gitarrenorchester. Und insofern haben wir hier flexible Möglichkeiten, diese Raumakustik so zu verändern, dass jedes Ensemble im Prinzip sich wiederfindet und differenziert hören kann.